Gut, die Waffe werde ich auch wieder austauschen. Ich brauche noch Deckung. Ja, ich brauche mal dringend die andere Waffe. So, kommt. Dass sie sich so verzieht, das mag ich überhaupt nicht. Hat ihr noch einen überlebt? So. Die ersten wurden schon mal bestraft. Die kommen nicht mehr so weit. Die werden nicht so weit kommen. Oh, Element Zero. Als Felsbrocken. Sehr selten. Was hat es eigentlich hier mit auf sich? Außer Munition hat es hier eigentlich nichts. Aber ich kann hier rundherum fahren. Warum auch immer. Nase beißt. Pipi, sind Sie sicher, dass Sie keine Halbkroganerin sind? Nein. Warum? Ihre Einstellung, Ihre Aggressivität. Sie lassen sich nichts gefallen. Von niemandem. Meine Mutter hat sich ausschließlich mit anderen Asari gepaart. Tatsächlich? Außer als sie mit mir schwanger wurde. Mein Vater war ein Elkor. Das ist nicht Ihr Ernst. Beleidigte Empörung. Wieso? Passt es nicht? Sie sind so weit von einer Elkor entfernt, wie ich es mir nur vorstellen kann. Dann passt doch alles, oder? Ha, ich denke schon, Sie kleine Rebellin. Phoebe, eine mit Elkor? Das sind die langsamsten Tieren. Weil die Spezies hat nämlich Probleme. Nein, das waren die anderen mit den Darth Vader Masken. Die Elkor waren diese V-Tier-Spezies, die immer mit ihren wie erkläre ich das? Die kommunizieren über Gerüche und so weiter und nicht über verbal. Das sieht mir hier nach Kett-Einsatzgebiet aus. Boah. Ich muss eh hier nach unten. Sehen wir das hier alles. Da vorne. Das sieht wie ein Konstrukt der Kett aus. Wir haben Ziele! Alle erwischt! Oh! Oh, ist das interessant. Ja, das ist eine sehr gute Deckung. Komm, mach hin. Wie gesagt, ich brauche mal dringend eine neue Waffe. Ah. Ich habe längere Zeit nicht mehr gespeichert. Was haben wir für Zeit? Ja. Ah, geht noch. Dann mache ich hier mal ein Speichern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mache ich mal eine kurze Pause. Bis später. Danke fürs Zusehen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. Jetzt läuft's flüssig. Ich musste das Spiel gerade dreimal neu starten, weil es begonnen hat zu lecken. So, die Basis räuchern wir jetzt aus. Das sieht wie ein Konstrukt der Kette aus. So, das beschädigt die Waffe nicht. Wo seid ihr? Ach ja, stimmt ja. Die Waffe, die Pistole wollte ich ja noch wechseln.
Muss mich gerade nochmal ins Spiel reinkommen. Drecks. Jupp. Wo sind denn hier eigentlich explosive Dinger? Dort. Die Deckung ist zu niedrig, mein Kollege. Da war was Explosives. Okay. Wir stürmen nach vorne. Und, oder auch nicht. Wir haben Drake getroffen! Ja, der steht ja aber noch. Da ist noch ein. Gut, wenn die sich nicht bewegen. Na, gab's ein kleiner Fehler in der Matrix. Und ich. Und die Pistole werde ich auch ändern. Sie mag zwar. Okay. Mag zwar stark sein, aber irgendwie. Sie kommt nicht auf die Entfernung klar. Ich mag die andere wesentlich lieber, auch wenn die wesentlich mehr Schaden raushaut. Gut, ich muss mich mal um die Waffen so dermaßen mal kümmern. Warum auch immer. Die kennen wir schon. Die Maschine kennen wir auch schon. Das war ein Generator, wenn ich mich nicht irre. Ja, nein. Gut. Was gibt's? Ja, genau das wollte ich nicht. Ja, jetzt kommt doch nach oben. Bleib! Bleib! Dankeschön. So. Gab's hier oben irgendetwas? Nein. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht buggy durch den kleinen Fehler. Gut. Aber das ist ein kleiner Jäger. Das ist ein Jäger. Das ist ein Jäger von denen. Ja. Standbild. An der Stelle schade, dass ich nicht herauszoomen kann. Naja. Aber das wird bestimmt hier noch ein schönes Bildchen geben. Naja. Haben wir hier alles schon geklärt? Eigentlich schneller gedacht. Es ging schneller als was ich gedacht habe. Nach wie vor Kühlmittel. Das war Kühlmittel, okay. Drax, willst du mir sagen, dass du dort oben festsitzt? Du kleiner, geiler Kroganer. Jetzt nicht mehr. No, was gibt's denn hier oben? Ach ja. Da gab's ja noch einen Heilsender, den ich setzen konnte. Das ist mir gleich mal an. Nicht allzu schnell. Ich will nicht hier runterfahren und runterfallen. Ah. Ja, ja. Okay, jetzt wäre eine Sniper gut. Bitte, hier habe ich keine Deckung, wie ich das gerade merke. Aber egal. Ist keine zu Hause. Muss ich das Spiel wahrscheinlich. Muss ich das Spiel wahrscheinlich nochmal laden? Ich hoffe nicht. Hier ist alles frei. Das ist nochmal ein Generator. Diverse Generator. Und das sieht wie mit einer Abwehrkanone aus. Fortschritte, okay, Dad? Sie sind vielleicht nur klein. Aber in einer neuen Galaxie. Und nachdem ich... Ach, schon gut. Wovon redest du da, Kleiner? Das war jetzt aber nicht gerade ein Motivationsaudio. Aber von hier könnt ihr uns sichtlich gut beobachten.
von ihr aus. Das gefällt mir wieder weniger. Zwar sehr öffentlich. Kolleg, das hier ist eine Kettwaffe. Eine Flak mit größerer Wahrscheinlichkeit. Auch wenn ich sie nicht scannen kann. So, was seid ihr? Lithium. Ich brauche Beryllium. Aber ist egal. 77, okay. Gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Oh. Was hat geglitzert? Ah, das war die. Die Satellitenschüssel. Sonst ist es hier sehr wüstig. Wüstig. Wo habe ich parkiert? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass dort Feinde sind, aber naja. Schneller. Gut. Dann wäre der größere Außenposten eigentlich noch auf Klingstrupp. Ein verstecktes Lager. Ich werde aber wahrscheinlich zuerst mal hier hinfahren. Gleich noch so schlechte. Gott. Zum Glück gibt's Federung. Mal einen Aktivierungsding. Aber ich kann wahrscheinlich hier nichts machen, das kommt später. Das kommt dann wahrscheinlich später. Ja. Aber hier oben habe ich einen Behälter. Mit nichts Interessantem drin. Da Waffen ist aufgefüllt. Gut. Brille. Irgendwo. Ja, oder fahre ich mit dem Auto hin? Ist ja nicht gerade so, dass mein Nomad auffällt. Cadmium. Cadmium habe ich schon. Herr Cadmium. Vor der Aktivierung des Gewölbes hätten wir nicht hier oben stehen können. Wir wären komplett verstrahlt worden. Yep. Nicht mehr lange und wir werden ganze Rebellenpanzerung ausrüsten. Ah, ich kann es gleich ausrüsten, okay. Dette. Okay, ich schätze, Ihre Leute bauen hier und da doch mal was Vernünftiges. Ja, sieht doch nett aus. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, für was dieser Ring gut sein soll. Weil wie ein Stargate sieht es nun wirklich nicht aus. Diese Kuppel macht mir noch etwas Sorgen. Der Flachgipfel, weil einer ist. Ich nehme an, irgendwann gehen einem die Namen aus. Der Flachgipfel. Ja, aber... Die Kettbegrenzung untersuchen. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Okay. Aufklärung protokolliert. Koordinierende Live-Aufzeichnung. Okay. Magres-Geo-Schallbericht. Okay. Bitte aktualisierende Schildprotokoll. Gut, nichts Wichtiges für uns. Ausrüstung, jawohl. Dankeschön.
Weil die ersetze ich jetzt wieder durch die... Oh, der Hurricane. Macht aber 31 Schaden. Dafür... Ja, aber das ist dann wieder eine PM, obwohl es aus Pistolen geht. Tja, ich werde halt wieder die Sidewinder benutzen. Die hat mich sonst guten Dienst geleistet. Nahkampf. Nahkampf. Warum habe ich so viel Nahkampf? Und Pistolen. Muss ich dann mal... Captain ist immer noch. Ich hatte Beine, nein, Arme. Auch nicht. Was Beine? Es war Beine. Waffen, Kopfschuss, Schwachpunkt, Bonus. Waffen, Reserve, Munition. Okay. Teammitglieder lass ich mal noch. Gut. Die Frage ist... Die Cat-Präsenz untersuchen. Eigentlich... Sender platzieren. Ich wollte eigentlich ein bisschen herumfahren, wenn ich ehrlich bin. Schwer zu sagen, was ich als Aufgabe mache. Ein Bleibender, den ersten seismischen Hammer platzieren. Optional andere Städte untersuchen. Kommt darauf an, ob das wieder die Hauptquest ist oder nicht. Gehen wir mal hier hin. Hoppa. Weil, ja, etwas Großes will ich erst angreifen, wenn ich mir das nötige Ausstattung habe. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ja. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Eisen. Eisen kann man nicht mehr gebrauchen. Und hier oben warten die Cat. Die kämpfen mit den Relic. Gut, dann sind die wohl bereit schon einmal. Ja. Gut, jetzt habe ich mir gerade die Aufmerksamkeit erheizt. Schild, Achtung, Achtung, Schild. Gut. Gut. Jetzt dürften eigentlich noch Kettverstärkung aktiv sein. Pathfinder, ich rate zur Vorsicht. Die Reliktaktivität könnte feindselig sein. Ja, die ist noch immer feindselig. Ich habe bis jetzt noch nicht groß erlebt, dass die freundlich sind. Und tschüss. Hoppala. Einmal erledigen. Dankeschön. Ihr dürft auch mal was machen. Ja, auf die Junge. Ich bin unbesiegbar. Ich finde dich trotzdem den geilsten überhaupt. Frosch im Holz. Aber es war hier nichts groß von Bedeutung. Also, dass es hier auch eine Geiselansammlung hat. Und ich soll hier einen Sender aufstellen? Würdest du bitte... Dankeschön. Halt durch, Dad. Du hast es versprochen. Es spielt keine Rolle, dass ich krank bin. Du bist in der Zukunft. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Mhm. So, von da unten kamen wir. Aber es gab doch hier noch ein Schätzchen. Jawohl. Weiter unten. Okay. Sind wir auf dem Berg einmal rundherum. Pathfinder,
In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Alter. Ja, aber die Geißel kann man ja nicht abbauen. Ja, dann geht es hier. Ja. Dann gehen wir mal hier. Also heute habe ich ein bisschen mit Glück. Aber dann... Ich liebe es, dass die... Dass der Betäubungsschuss wenigstens sehr hilfreich ist. Na komm hervor. Und mir wird langsam die Musik... Geht mit... Ah nein, das sind... das ist die Abklingzeit beim Zielkreuz. War ich gerade etwas verwirrt. So, wir haben jetzt hier auch wieder einen Schrein. Außenposten. Dann war hier irgendwas Wichtiges. Brandmunition, Kryomunition. Und Rest ist keine... Für was ich die Reliktkerne brauche, weiß ich auch noch nicht. Sie sind allerdings wichtig, wenn als sehr selten markiert. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die sich lohnen zum Verkaufen. Aber hier kann ich dennoch wieder nichts aktivieren. Das kommt dann wahrscheinlich auch wieder später. Das sind Landungsschiffe. Mehrere. Interessant. Gut. Oh, Munition. Wo habe ich mein Auto eigentlich abgestellt? Das war, glaube ich, hier hinten. Jawohl. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, das geht ja gerade noch. So den Schenke ausreichend. Da sind nochmal Verstärkung. Das heißt, irgendwo ist. Und wieder interessieren sich Tiere für unsere verschwundenen Kisten. Genau wie zuvor. Interessant. Aber die sind nicht direkt feindselig. Jetzt nicht? Die hätten wir. Haben sie hier auch alles weggefressen, wie an den anderen Orten? Sam, laut Scan wurden die Lieferungen so terminiert, dass zu der entsprechenden Zeit niemand hier war. Die Lieferdaten wurden vorsätzlich manipuliert. Möglicherweise, um Konfrontationen während des Diebstahls zu vermeiden. Diebe mit Herzen aus Gold? Für organische Analysen sind mehr Daten erforderlich, Pathfinder. Wer? Ich selbst mal sehen, was das mit den Nahrungsvorräten auf sich hat. Ein Hammer. Dann erledigen wir das. Machen wir einmal eine kleine Rundreise. Nein. Warum habe ich denn den jetzt angeklickt? Den wollte ich hier. Ja. Keine Ahnung, warum es den mir nicht gesagt hat. Habe ich was Falsches eingestellt. Und da war der Landungstrupp. Okay.
Okay, muss ich warten, bis das Schild weg ist. Und natürlich muss ich... Ah, komm schon. Ja. Headshot. Aber die anderen wurden dafür nicht alarmiert. Die haben hier nur zwei Truppen zwei Soldaten runtergeschickt. Das ist etwas merkwürdig. Keine relevanten Daten. Aber es ist wichtig. Es gibt hier Überreste. Taktische Pistole. Kann ich sehr tief reinzoomen. Das dürfte vielleicht noch sehr interessant werden. Gut. Aber hier ist... Das Zeug kann ich hier nicht einscannen. Da brennt noch. Hier ist ein Catch-Schiff abgestürzt. Steuerfläche eines kleinen Catch-Schiffs. Gut. Keine Ahnung. Okay, ich löse den ersten Hammer aus. Alle irgendwo festhalten. Relikte von unten! Aber selbst erst... Er prescht schon mal vor, das ist gut. Ein Assembler. Standbild. Gut. Was? Das Größeres? Was hat sie gesagt? Du musst lauter sprechen. Mein Freund, ich kann auch härtere Geschütze auffahren. Das ist eine spaßige Methode, um Relikte zu rufen. Ziemlich großes Beben für ein paar Relikte. Platzieren wir den nächsten Hammer. Geringer Wert, wenn ich doch bloß ein bisschen mehr Material bekommen könnte. Sie sind hier rausgekommen, aber das kann ich nicht scannen. Das muss sowas wie ein Transportsystem sein. Assembler. Und ich kann die immer noch nicht scannen. Keine Ahnung, aber es regt mich jetzt schon auf. Okay. Da ist die Ebene vertauscht. Aber einen kleinen Bug gefunden. Weil mit dem Scanner sind sie da, darum kann ich sie nicht scannen. Das heißt, hier werde ich wahrscheinlich nochmal zurückkehren. Dann wird sich die Questebene öffnen. Oder wie man das auch irgendwie nennt. Dann fahren wir mal hier nach oben. Meine Mutter bekam mich extrem spät in ihrem Leben. Sie war schon so langsam geworden, dass mein Elkor-Vater die schnellere Auffassungsgabe hatte. Ihr Zuhause muss ein Tollhaus gewesen sein. Deshalb bin ich hier. Niemand im Team scheint viel über sie zu wissen. Genau so soll's sein. Und warum erzählen Sie dann mir das alles? Ach, Sie sind doch sowieso schon fast tot. Ha, ha, ha.